Jo Leute, was geht ab? Euer Amstart und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, ihr seht schon im Hintergrund, heute bin ich mal wieder nicht alleine, sondern zusammen mit Schmucki. Was geht ab? Ja. Und Leute, heute sind noch ein paar andere Leute im Video dabei, die irgendwie heute eine ganz besondere Begrüßung vorhaben. Deswegen fangen wir mal an mit der Crymax. Was geht ab? Bonjour, Leute. Und dafür musst du jetzt auf der Laterne stehen. Digga, hier ist das optimale Tai Chi. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Dann zusammen mit Kidmav. Hi. Du hast das Auto jetzt nur geholt zum Hupen. Bruder, guck dir mal Kopf an. Ja, sogar. Und dann noch zusammen mit Dinking, Leute. Ich bin der Fliege Schneemann. Der Fliege. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr, Leute. Auf jeden Fall, Leute, ihr seht schon im Hintergrund, wir spielen heute mal Hide and Seek in einem Schulgebäude, beziehungsweise auf dem kompletten Schulgelände, wo eigentlich keine Autos rumfahren. Also ich weiß ja nicht, in was für einer Schule Autos rumfahren. Ja, auf jeden Fall, Leute, wir spielen Hide and Seek hier komplett im ganzen Bereich. Wir haben eine Turnhalle, wir haben... Leute, ihr werdet es gleich eh noch alles sehen. Aber wie genau Hide and Seek funktioniert, sollte fast jeder wissen, aber ich erkläre es trotzdem erst noch mal kurz im Erklärungsband. Jetzt mit dem Erklärungsband. Jo, Leute, was geht ab? Hide and Seek, ja, einer muss suchen und die anderen verstecken sich. Und warum mache ich einen Erklärungsband? Ich habe keine Ahnung. Ja, viel Spaß. Okay, Leute, dann würde ich sagen, fangen direkt an. Ich fange jetzt an zu suchen und habe jetzt wieder... Ihr habt jetzt genau eine Minute Zeit, dann komme ich euch suchen. Ich würde sagen, es geht los in 3, 2, 1. Let's go, Digga. Ey, nicht gucken. Digga, guck mal, er macht den 31. Ey, was, Junge? Chill mal, mach mal, such mal weiter. Ey. So, Leute, ich hoffe, ihr seid jetzt alle versteckt. Ich gehe jetzt auf die Map und guck mich jetzt hier ganz entspannt suchen, Digga. Das Ding ist, Leute, ihr seht es an der Zeit. Schmock hat gerade 4 Jahre gebraucht, um sein Versteck zu erreichen. Hallo? Aber hey, mal gucken, ob wir dich jetzt hier ganz am Anfang easy finden. So, wir fangen mal an, in den Klassenräumen hinter den Schränken zu gucken. Das bezweifle ich. Ich weiß ja nicht. Ich glaube aber irgendwie Max oder D-King, die finde ich als erstes. Weil, Wila, ihr wart irgendwie direkt in eurem Dingens. Ihr wart direkt versteckt. So, jeder immer so, oh, chill mal noch kurz. So. Wir sind einfach schlau versteckt. Ja, das werden wir jetzt gleich sehen, Leute. Wie gesagt, in der Schule gibt es eigentlich gar nicht so viele Möglichkeiten, sich zu verstecken. Also hier unten haben wir jetzt schon mal alles safe abgesucht. Gehen wir mal nach oben, Leute. Das Ding ist aber, weil die so lange gebraucht haben, um auf ihr Versteck zu kommen, sind die eh irgendwo parkourmäßig unterwegs gewesen. Deswegen muss man jetzt mal richtig gucken hier, so in jeder Ecke mal abchecken. Was sagst du, Schmocki, wie krass ist dein Versteck so? Ja, 6 von 10. Nur? Ja, ich darf diesmal nicht pushen. Okay, Digga, er macht schon echt, ist weak. Gucken wir mal hier im Computerraum. Oh, ich habe ein geiles Versteck für gleich. Also nicht im Computerraum. Das ist voll dumm. Also ich sag, du findest D-King als letztes, weil D-King hat immer die OP-sten Verstecke. D-King? Ja. Nee, Digga, D-King. Doch, er baut sich immer ein OP-Versteck davor, bevor es losgeht. Ja, okay. Schwöre. Ja. So. Zack, hier ist auch keiner, Digga. Als ob 187. Keiner in der Schule. Ja. Ist keiner in der Schule, Digga? Ich glaube nicht. Ey, by the way, Leute, wir haben ja noch die Tanzjoker am Start. Nee, die haben wir nicht am Start. Die haben wir aber sowas von am Start. Die haben wir nicht am Start, Digga. Die ich gleich direkt benutzen werde, Digga. Das Ding ist, hier gibt es ja voll viele Nebengebäude, Leute. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was man da alles so machen kann. Aber checken wir gleich mal ab. So, hier ist schon mal keiner. Digga, wo seid ihr denn? In der kompletten Schule ist niemand. So. Aha. Aha, okay. In den Klos. Aha, in den Klos. Das auch Ding keiner, Digga. Keiner ist in den Klos. Auf jeden Fall. Also ich bin auf jeden Fall nicht in der Schule. Hä, wo seid ihr denn, Digga? Ich bin auch nicht in der Schule. Bin ich an dir vorbeigerannt, Achmed? Nein. Warum lachst du denn so? Okay, warte, wir checken mal noch ganz kurz hier ab. Aha. Nee, auch nicht. Sam. Warum sagst du das so, Junge? Hä, siehst du mich? Nein. Wo bist du denn, Junge? Okay, wir machen jetzt Trick 17, Leute. Ich mach Sound voll hoch. Achmed. Halt dein Maul. Ramsamsam. Bumm. Lol, Junge, wie bist du da hingekommen? Bruder, Jump Run Techniques. Hey, das war so dumm, dass du dich bewegt hast. Ich hab dich sonst echt nicht gesehen. Alter. Oh mein Gott, egal, Leute. Weiter geht's. Ich würde sagen. Boah, wen sollen wir holen? Hol mal Max.
Ah, ihr Mensch, Moggeli, ja, das wird. Vorsicht, ein bisschen leere Raketen über den Flug. Und tschüss. Nein, ich mach die ganze Schule kaputt. Wo wusstest du, dass ich das bin? Ich mach die Schule kaputt. Lukas, wo wusstest du das? Ey, ich hab's nicht gewusst. Ich bin nur hier lang gegangen und hab ich in der Ecke gesehen, Digga. Oh. Let's go, Digga. So, aber weiter geht's. Ey! So. Darf ich mitsuchen? Ja, komm, wir legen mal los. Das Ding ist, Leute, ich habe am Anfang mal ganz kurz gezwinkert und habe ich ein Crimex hier in der Gegend gesehen. Deswegen, ja, wir suchen jetzt erstmal das ganze Bistro ab. Hier kann man auch. Ah, hier sind schon mal die Türen offen. Das heißt, hier ist schon mal jemand gewesen. Aha. Aha, Digga. Gleich habe ich hier Crimex auch ganz aufentspannt gefunden. Man darf aber nicht so draußen irgendwie hinterm Stein stehen oder so, oder? Man darf alles, Digga. Echt? Alles, ja. Achso, nee, nicht außerhalb vom Gelände. Also, Max, nicht außerhalb vom Gelände. Aber ich würde sagen, wir sind jetzt hier in der Turnhalle angekommen. Man darf sich auch draußen ganz kurz verstecken. Crimex, ich würde mal sagen, einmal bitte tanzen, ne? Tanz! Tu ich doch. Darf ich mal kurz anmerken, dass ich gerade Deking gefunden habe innerhalb von 2 Sekunden? Oh, warte, den suchen wir auch noch! Deking? Ja. Einmal tanzen bitte. Ich tanze. Was er für einen Tanz macht? Hä? Warte mal, ich höre hier überall Steps. Aha. Okay, ich hab ein Klatschen gehört. Ja, wow! Hat sich wieder ein OP versteckt. Wow, Digga, Deking macht als Tanzjoker diese Tanzschritte, aber ohne Musik. Ja, also ich hab D-King auch gefunden. Niemand hat gesagt, man muss mit Musik tanzen. Digga, was soll das denn? Schönen guten Abend. Hallo. Ja, let's go. Ey, aber warte mal, wer hat den Schneemann geworfen? D-King oder so, keine Ahnung. Haben wir nicht gesagt, ohne Schneemänner? Ja, gut. D-King Style. Ja, stimmt. Was wäre eine Aufnahme, wenn alles normal läuft, wenn D-King dabei ist? Was gibt's nicht? ja, gut, dass ich gerade überhaupt nichts mehr sehe. So, jetzt. Das Ding ist aber, wir haben immer noch ein Crimex nicht gefunden. Ey, Leute, helft mal bitte. Bonjour. Oh, bonjour. Ah, oh, mein Gott, Digga. Auf korrekt, das war eigentlich erst mein Versteck, was Schneeball. LOL. Auf jeden Fall auf easy, Digga. Das Ding ist, ich wollte gerade rausgehen, aber hab diese ganzen Teile da gesehen. Dachte mir, okay, da kann man nochmal nachgucken. Und ich würde aber sagen, Leute, wir starten direkt in die zweite Runde. Und weil ich als erstes den lieben Kid Mavé gefunden habe, darfst du jetzt suchen, mein Freund. Und ich würde sagen, wir verstecken uns und dann geht's gleich weiter. Let's go. Leute, ich habe eine richtig geile Idee zum Verstecken. Uff, was ist okay. Los, Digga? Viking, hau mal weg. Okay, ich bin versteckt auf jeden Fall. Okay, Leute, ich würde sagen, wir sind alle versteckt, oder? Ihr seid alle versteckt? Okay, let's go. Achmed, du kannst kommen, wenn du willst. Bruder, ich bin schon auf dem Weg, und auf Ansage, mich wirst du nicht finden, Digga. Mein Versteck ist so dermaßen nice. Also, ich glaube, du bist der Erste, den ich finde. Ja, Digga, dann werden wir da immer ganz schön sehen, du. Wenn du mein Claim beistellst, chillt ihr eigentlich in einem Haus oder außerhalb? Das sage ich nicht. Ah, natürlich. Also ich bin, Was denn? Nix. Warte, warum lachst du jetzt schon? Gar nichts, Digga. Warum lachst du jetzt schon? Ey, weil gerade ich hab Memes geguckt. nein, auf Real, Digga. Warte, irgendwo chillst du doch hier, Digga. Nee, Junge, fuck mal nicht ab. Such mal weiter jetzt. Ja, ich such doch gerade. Ja, alles okay. Gut. War das gut. Ich schwöre, sowas hatten wir noch nie bei Heidensieg, Leute. Auf Ansage, Digga. Ja, such mal. Such Lukas hat wieder das krasseste Versteck. Such mal weiter, Digga. Digga, der verwirrt mich schon wieder. Oh. Nein! Nein! Ja, wo war er? Digga, was? Ey, du bist auf den Klos entlang gegangen und guckst mir in die Augen und siehst mich nicht. Was? Alter, okay, das war krank. Ja, über den Klos quasi. Wenn du ins Bad reingehst, ist da oben noch so. Ja, muss ich gleich zeigen, ist schwer zu erklären. Okay. So, Leute, wir gehen mal nach oben, einfach mal zum Abcheckele. Oh ja, hier habe ich wohl eben Feuerwerk gelegt. Passiert im All, ja? Oh, man, komm, was machst du im Lehrerzimmer, Lukas? Was? Das konnte passieren. Was machst du im Lehrerzimmer? Okay, D-King ist irgendwo, wo er mich sieht. Achmed, komm her. Ja, ich bin schon hier, Digga. Komm her, er sieht mich. Er hat gesehen, dass ich hier reingegangen bin. Er ist entweder auf irgendeinem... Hast du ihn? Oh, ja. Digga. Wo war er? Du hier kleiner Lappen, Junge. Er war hinter den Schließfächern.
Ja, war jetzt ja, aber so das Versteck von Max und mir ist halt einfach zu 300 IQ. Ey, ihr seid zusammen in einem? Nee. Aber jetzt darf ich ja mitsuchen. Nee, nee, ich rein. Kidmave hat mir gerade also nicht gesehen. Kidmave war gerade auch gesehen. Ultra nah an mir. Vielleicht maximal einen Meter noch. Er hat mich gesehen und er hat sich realisiert. Aufgeregt, ich weiß wo. Hä, irgendwo in den Bäumen oder so bestimmt. Nee. Wo seid ihr denn? Ich find's so geil. Ja. Hey, ich hab keine Lust mehr. Okay, jetzt, gerade, jetzt ne? Gib mal Tipps. Wir kriegen sich hin. Okay, wir sind nicht in einem Gebäude. Ihr seid nicht in einem Gebäude! Hä? Wie? Wir sind nicht in einem Gebäude. Ja! Das ist ein riesen Tipp. Hey, baut mal alles, was wir gebaut haben, ab. Ich hab die. Ich hab die. Wo? Ich komm mal. Sag vorne nicht, zum sag nicht, sag nicht, sag. Beim Parkplatz! Geh mal weg, geh mal weg, Dickin, geh mal weg von uns. Oh mein Gott, Digga, da haben wir gar nicht geguckt. Ich war sogar einmal auf dem Parkplatz. Ich weiß, du hast mir ins Gesicht geguckt. Ah, bro, vor allem, ihr habt das gesagt, so, du hast mir ins Gesicht geguckt. Ich war auch einmal auf dem Parkplatz. Ihr habt gesagt, oh mein Gott, ich sehe es. Wo? Wo? Ihr habt mir gesagt, Dingens, du hast mir ins Gesicht geguckt, als ich auf dem Dingens war. Genauso waren wir auf dem Schulhof nebeneinander, ne? Oh mein Gott, Digga. Aber auch so dumm, dass wir nicht mal auf dem Parkplatz gucken, ne? Leute, ich würde mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen, Leute. Wie gesagt, checkt die ganzen anderen Boys ab. Links in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen beim nächsten Video. Haut rein und macht's gut, Leute. Peace.